Phil Grohmann, einer der wichtigsten Kunstkritiker des 20. Jahrhunderts. 30 Jahre lang hat er in Dresden gearbeitet. Er ist verschwunden. Wir wissen nichts mehr über ihn. Keiner liest ihn mehr. Und er hat dennoch eine so große Bedeutung gehabt für das Verständnis der Avantgarde-Kunst im 20. Jahrhundert. Grohmann war ein sehr, sehr guter Mann. Also der war wirklich ein hochmotivierter Mann. Ich habe nie wieder jemanden so engagiert reden hören wie den. Herr Grohmann war im Deutschen Künstlerbund, Herr Grohmann war der Freund von allen Künstlern. Herr Grohmann wurde auch respektiert von der Politik. Er war weitblickend und auch als Mensch sehr, sehr angenehm. Und er hat viel, viel für die Kunst getan. Und es ist jemand, der aus Sachsen kam, der lange in Dresden gearbeitet hat, der aus Dresden heraus sein großes internationales Netzwerk entwickelt hat. Und hier ist in Dresden noch ein großer Bedarf, diese bedeutende Geschichte der Moderne in Dresden vor 33 wieder zu entdecken. Wir nutzen im Rahmen dieser Ausstellung auch die Möglichkeit, Bilder zum ersten Mal wieder in Dresden zeigen zu können, die in der Aktion Entartete Kunst beschlagnahmt worden sind, die ehemals hier in den Sammlungen zu sehen waren und die Grohmann vermittelt hat für den Ankauf. Wir haben versucht, den Entwicklungsgang dieses großen Kritikers durch das Jahrhundert anschaulich vor Augen zu stellen. Durch die Bilder, mit denen er sich beschäftigt hat, die vielleicht in seiner Sammlung waren, die er in die Museen vermittelt hat, über die er geschrieben hat. Aber auch durch Dokumente, durch Fotos, durch Briefe und durch eine digitale Animation, die es zum Beispiel erlaubt, die Ausstellung von 1946 virtuell zu durchwandern. Das war die erste große Zusammenschau deutscher Kunst. Das war eine Bestandsaufnahme nach dem Krieg, die richtungsweisend sein sollte. Angetrieben hat ihn eigentlich seine eigene Neugier. Und er ist immer neugierig geblieben als jemand, der dahinter schauen wollte, wie bestimmte künstlerische Richtungen entstehen. Als Besonderheit haben wir hier in dem Vestibül des Lipsius-Baus ein Künstlercafé eingerichtet, in Anlehnung an das Künstlercafé Zunz, was sich mal auf der Prager Straße befand. Und Grohmann verkehrte dort regelmäßig. Er ist eigentlich bis zu seinem 80. Lebensjahr modern gewesen und wir zeigen das auch in der Ausstellung in den verschiedenen Themenräumen. Und noch 1966, also 2 Jahre vor seinem Tod, eine große Ausstellung in der Akademie der Künste in Berlin organisiert mit den Künstlern der jungen Generation, wo sie alle dabei sind, die Künstler, die für uns heute noch wichtige Künstler sind, Gerhard Richter, Georg Baselitz, die Künstler, die wir hier in der Ausstellung auch vertreten haben. Und das heißt, diese Ausstellung zeigt jemanden, der für die Kunst des 20. Jahrhunderts eine große Bedeutung hatte, für Deutschland eine große Bedeutung hatte und der eben auch für diese Stadt eine große Bedeutung hatte.